Fernbedienung habe ich 45,6. Easy. Oh, das ist jetzt schon so teuer, das Korn, ey. Für eine Provinz hier ist 82. Hat mir das Administrator. Eine andere Flasche Korn kaufen. Und ist das teuer, ey. Oder weniger Alkohol drauf. Ja. Ach, Korn. Auch das. Junge, jetzt habe ich es geblickt, dass du gar nicht Korn meinst. Korn. Ich dachte, das war ein Witz von dir. Ich hab's falsch verstanden. So, ich fand den Witz ganz gut. Ja, ne? Ja, den unfreiwilligen. Gut, ich hab Tang mehr oder weniger landmäßig eingeschlossen. Mehr wolltest du nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... Sie haben Ansprüche auf Japan, vielleicht führen sie irgendwann mal wieder Krieg mit Japan. Ich vermute mal, es war eine Taktik von dir. Ja, so ähnlich. Genau, das war mein Plan. Ah, Delfinius. Primärkultur ist also georgisch. Oh Gott, er will Stalin verstehen. Das ist sein Plan. Ja, er hat sich so ergeben, so sehe ich. Stalin hat sich so ergeben. Genau. Ein kleines Missgeschick der Geschichte. Passiert. Die 50 Millionen Toten da. Muss man jetzt auch nicht überbewerten, ne? Ach. Warum stehst du denn da in der Nirgendwo? Geh doch mal raus aus dem Nirgendwo. Du kannst doch hier drillen und so nach Öl. Lecker Öl. Man kann das einfach wie ein allseits bekannter deutscher Politiker beschreiben. Ein Vogelschiss der Geschichte. Ich kann gut Silber bauen. Gut, dass ich das mal merke. Manufakturen meine ich. So, wir haben aber wirklich erfolgreich den Ozean erreicht. Amurmündung. Ist ein Binnenmeer. Kann ich Japan vassalisieren? Nee. Schade. Was? Tang ist ein Königreich? Was? Ich dachte, sie sind... Nö, ach so, weil sie nicht das Mandat haben da. Ja, aber können die nicht trotzdem Kaiserreich machen? Nein, ist dann verboten den Chinesen. Was? Ohne Mandat. Wie ja. Was ist das denn? Keine Ahnung. Man kann tatsächlich da nicht Kaiser werden. Das Gute ist, Kime gibt's immer noch. Das heißt, ich kann dann später wieder nochmal und dann die neu machen. Ja. Läuft hier. Nach über 10 Jahren bin ich noch nicht mal bei 25% Integration. Kannst du mal von meinem Land weggehen? Und Tank greift die Naimane auch nicht an, weil es ein Tributstaat. Easy. So, Ü. Wenn ich Ü angreife, kommt keiner mit, aber ich hätte mehr Truppen als Ü und Tang zusammen. Ah ne, die haben da nochmal 100.000, haben wir gleich Stand, okay. So, hier, gib mir mal Konjanwachstum Gas.
mitgebaut. Könnte man speichern zwischendurch. Einfach so. Natürlich, wenn ich speichern will, kommen die Bellen. Sollte nicht mehr speichern. In Quom. So sieht es nämlich aus. Armees. Wie auch so viele Armees? Ja. Mhm. Ganz viele Armees. Gut. Ich nähere mich den 900 über den, 800 über den noch. Aber gleich wird's besser. Was? Nein. Delfino, warum entdeckst du meinen Spion? Wie soll ich dir denn da Karten klauen? Ich kann dir die auch verkaufen. Kostet aber Geld. Boah, der will mal Geld, ey. So ein Geizkram. Ich mach selbst kein Geld. Ich mach minus 11,65. Scheiß Korruption. 48 und Typ so ist so geizig, ey. Einfach mal verschenken hier. Ich vassalisiere dich und wenn ich dich integriert habe, habe ich die Karten auch. Ich glaube, ich kann dich nicht vassalisieren. Du bist schon so groß. Ja. Oh, Frankreich hat gute Chancen, Kaiser zu werden. Das mächtigste Reich. Hallo? Hat man ein bisschen Angst? So, wann ist denn die Regierungsreform geweiht? 4446,6 Dukaten. Hallo. Ich möchte ein paar Manufakturen bauen. Kann ich mir Manufakturen bauen, so ein Mist. Dann eben Tempelstätte. Oh! Ich sehe, Renaissance hat meine Provinzen erreicht. Thronenwärter. Leider kein. Achso, das ist mein Berater gewesen. Ich wollte schon sagen. Ne? Ich hatte auch gar kein Kapital. Ja, wo kommst du denn?
Ausschlumpfhausen, bitte sehr. Oh, diplomatische Macht. Ich habe Macht. Diplomatische Macht. Ich hasse dieses Spiel. Minus 25 Fortschritte der Regierungsrepublik. Ach, scheiße. Ich war so kurz davor, du Kackspiel. Mag dich nicht. Und ist denn da? Oh, 78. Ende 78 jetzt erst. Weg, mich am Arsch. Das Spiel für Probleme. Warum dieser Hass? Bloß weil ich besser bin? Ja. Die KI mag dich nicht. Bloß weil ich die größte Großmacht bin, obwohl ich die letzte Institution noch nicht gefördert habe. Ich bin auch noch die größte Großmacht, oder? Ja. Alter, ich... Der Unterschied zu Cordoba vor allem auch. Okay, Punkt 1, warum ist da jetzt schon wieder Cordoba? Also weil Tan so weit unten ist. Aber ich habe trotzdem noch knapp über 300 Führer. Ja. Solide Sache. Na, Dänemark steht da nur wegen Bayern so weit oben. Ja, mach mal hier Unabhängigkeit unterstützen bei Bayern. Komm. Also Marat, da können wir Marat wieder angreifen. Das dauert noch bis, wann wir noch 78, auf 78. Und Tank kann schon wieder 77. Ja. Können wir jetzt wieder Dieven angreifen? England wäre sogar dabei. Dann hätte ich Maratha, Mann. Wo ist denn mein Base auf dem? Auch irgendwie ein interessantes Bündnis. Eine indische Nation ist mit den Engländern verbündet. Historisch wäre ja Teil von Indien ja schon Kolonie. Das ist eine Mod und wir spielen die schon ein paar Jahrhunderte. Ja. Es geht hauptsächlich darum, die Karte bunt einzufärben. Das ist Excel für Idioten. Ich stell dir einfach Excel in langweiliger vor. Stell dir mal vor, Devin, jetzt kommt so ein Event. Mit Britisch-Indien, Großteil seiner Provinzen plötzlich britisch. Nein. Das wäre lustig, ja. Nein. Ja. Also das wäre doch lustig, oder, Delfinio? Nein. Plötzlich sind ja die ganzen Küstenprovinzen rot. Andersrum wäre das lustig. Das wäre doch so ein Nachricht von mir. Achso, hier die britischen Inseln, plötzlich indische Kolonie. Ja. London kriegt ja einen indischen Namen. Statt hier Mumbai oder Delhi. Genau, London heißt der Neu-Delhi. Nicht wie das heutige hier, die Hauptstadt. Aber kurz eine Frage nochmal. Ich sehe ja 9 Minuten gestellt wurde und deswegen wahrscheinlich gar nicht mehr relevant ist. EU4 ist ein Echtzeit-Runden-Hybrid-Spiel, bei dem man vielleicht die Welt erobern kann. Ich kann das nicht, aber andere Leute können das. Peter kann das, der ist gut. Ist ja, und einige bestimmte Mods sind absolute CPU-Killer. Ja, die Mods sind das Problem, natürlich. Ja. Ich sag nur Voltaire's Nightmare oder Imperium Universalis. Da brauchst du dann kein CPU-Benchmark mehr, sondern starte einfach die Mod ab 1800, 1900 oder so und dann
So, ich muss jetzt mal auf mein Programm noch ein Schiff. Da kann man dann auch gut seinen CPU-Kühler testen. Oder hast du dann schnell mal eine CPU-Ausrüstung von 100% durchgehen? Ich muss meinen Leute sauber machen. Also mit Wärmeleitpaste sollte man auch mal wechseln. Ne? Ah, das kostet Geld. Ich wollte noch ein paar neue kleine Lüfte, die sind alle kaputt gegangen über die Zeit. Als Hyoditen anzugreifen wäre vielleicht auch eine Idee. Ne? Wir haben 200.000 Infanterie mehr. 230.000. Barser kommt eh nicht hoch. Denke ich mal. Zypern auch schwierig. Ja, ich sehe schon, Delfino macht das, was wir noch letzten Stream besprochen haben, Dänemark abschneiden, ne? Ja, das ist die beste Möglichkeit erstmal, ne? Ja, und sonst... Dänemark da mitmacht, ich weiß ja nicht. Ja gut, man kann aber erstmal blockieren, dass sie kolonisieren können. Genau. Und dann geht's nachher rechts weiter. Ja, nicht wieder nach rechts. So ja, sind sie die Aussies. Ja. Ein guter Deutscher biegt immer rechts ab. Rechts ist Osten, also. Ja, außerdem. Außerdem in Deutschland geht ja schließlich auch Rechtsfarbe geboten, ne? Also. Ja. Rechts vor links, überlegt. Ja, das sollte man auch politisch beachten, ein Spaß. Sagt die SPD und was? Nee. Guck mal, die Engländer sind alles linke Schweine, ne? Die fahren ja alle links. So, Punkte ausgeben. Regierungslimit erhöht. Oh, ey, ich will gar nicht wissen, was du schon für Regierungsfortschritt da einfach nur wegen Regierungslimit reingehauen hast, ey. Geht doch sicher schon in den Tausenderbereich, oder? Nee, also, wie gesagt, eine Steigerung des Verwaltungsgebiets würde nur 136 Reformfortschritt kosten. Ah. Darf man das irgendwo nachschauen, wie viel? Erweitertes Verwaltungsgebiet, plus 580. Noch gar nicht so viel. Oh cool, ich bin die erste Nation mit Militärteststufe 52. Ich krieg ja Malus und 50% drauf. Ach, wegen die Institution, ne? Ja. Und ich habe einen Fokus auf Diplomatie gelegt, weil... Ich brauchte mal so Kolonialreich, war das so ein Scheiß für meine Ideen. So, apropos, ist mein Schiff denn jetzt fertig? Ach, mein Inquisitor ist. Den habe ich doch erst eingestellt. Ach du Scheiße, Inquisitor. So, lass mal den Decker anheuern. Entkunde mir mal. Entkunde mal nordwestlicher Pazifik. Der Finio wird für mich als Feind angezeigt. Verständlich. Ja. Das kann ich mir natürlich kein Dreier leisten. Mir muss jemand 300 Gold schenken. 250 Euro schon reich. Nee, Moment, der Ding gibt's billiger. Oh, ich nehme den im Angebot, komm schon. Gib mir Wissensteilung. So weit ist es schon, dieses unbedeutende Ding, das ich nur habe, damit der Feind nicht mehr bekommt. Bietet mir Wissensteilung an. Seid ihr froh? So, was will denn das kosten? Das 37,77 im Monat. So viel mache ich gar nicht. Da würde ich Minus machen. Aber ich hätte schon gerne. Ah. Kann ich mir halt nicht leisten. Doch, jetzt kann ich mir leisten. Ach komm, akzeptieren einfach. Passt schon. So, angreifen.